Dank der vielfältigen Betreuungs- und Entlastungsangebote sind betreuende Angehörige heutzutage im Oberwallis nicht mehr auf sich allein gestellt. Neben dem SMZ Oberwallis gibt es zahlreiche weitere Einrichtungen, auf deren ihre Angebote die Betroffenen können zurückgreifen. Welche Dienstleistungen bietet das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis für pflegende Angehörige an? Die Spitex kommt heim für Krankenpflege und die medizinische Versorgung. Und das ist für die Erwachsenen und für Kinder. Für die Haushalte kommen wir vorbei, für die anfallenden Arbeiten zu erledigen. Der Mahlzeitendienst hilft, wenn jemand nicht mehr kochen kann, bringen wir Mahlzeiten vorbei, für jeden Tag etwas Warmes auf dem Tisch zu haben. Das ist auch eine gute Gelegenheit, wenn sich jemand gerne sozial engagieren möchte. Wir sind immer wieder auf der Suche für freiwillige Helfer. Läutet doch an und meldet euch bei uns. Wo können sich interessierte Menschen über die Angebote informieren? Die Vereinigung Betreuende Angehörige hat eine Webseite. Darauf kann man sich bei verschiedenen Situationen informieren, was es als für Angebote gibt. Mit welchen Organisationen schafft das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis zusammen? Unsere Zusammenarbeit mit der Nische ist im Aufbau. Das ist ein Verein, der freiwillige Nachbarschaftshilfe anbietet. Die Koordinationsstelle Someco ist im Spital und macht Triage nach einem Spitalaufenthalt. Sie vermittelt zwischen den Patienten, dem Altersheim, der Spitex. Sie hilft Ferienbetten organisieren und auch Tagesstätten. Zum Beispiel, wie wir hier jetzt im Seniorentreff sind. Weiter arbeiten wir mit Benevol zusammen. Die ProSenectuten ist für Personen im Pensionsalter zu Themen wie Finanzen, Recht, Lebensgestaltung zuständig. Die Alzheimer-Vereinigung hat vor allem das Thema Demenzerkrankungen. Die bieten Beratungen anbieten und Gesprächsgruppen organisieren. Gibt es noch weitere Organisationen, mit denen das SMZ Oberwallis zusammenarbeitet? Der Fahrdienst, das Kleeblatt, ist vom Roten Kreuz, das haben wir schon gesehen. Dann haben sie noch eine Kinderbetreuung, die daheim stattfindet. Das ist ein wichtiger Teil, auch in der Zusammenarbeit mit der Kinderspitex. Die Stiftung Emera ist die Sozialberatung für behinderte Menschen. Und für Hilfsmittel empfehlen wir Sodimed weiterempfehlen. Welche Personen wollen wir mit diesen Dienstleistungen erreichen? Als betreuende Angehörige stellt man sich meistens Ehe- oder Lebenspartner vor, die einander schauen. Aber oder erwachsene Kinder, die betagten Eltern, die Onkel, Tanten. Und nicht zu vergessen sind die Kinder, die an einem erkrankten Elternteil schauen. Wenn jetzt zum Beispiel noch eine Trennung dazukommt und der Partner wegfällt, bleibt es meistens an den Kindern nachher, dass sie grosse Aufgaben leisten müssen. Und meistens hat es dann nachher, dass sie in jungen Jahren eigentlich schon viele Aufgaben auf ihren schmalen Schultern tragen müssen.